Hi, Chag Sukkot Sameach. Am Montagabend ist Simchat Torah. Wir tanzen mit der Torah. Was ist die Torah? Als Moses in den letzten Tag seiner Leben seine Abschiedsrede an Juden gesagt hat, die allerletzte Mitzwa war, schreiben Sie dieses Lied auf. Warum ist Torah ein Lied genannt? Ein Lied ist etwas, was man singt immer gerne. Je mehr man singt, desto mehr man es machen möchte. Nicht wie ein Buch. Ein Buch, auch ein interessantes Buch, lest man zwei, drei Mal, dann wird es langweilig. Aber ein Lied, unsere Lieblingslieder, wir können die singen 100 Mal, die bleiben interessant. Die Tora ist ein Lied. Die Tora singen wir immer mehr und mehr. Die Tora ist nicht nur ein Buch. Die Tora ist tatsächlich unser Leben. Wenn wir tanzen mit der Tora, wir singen ein Lied, wir zeigen, das Judentum ist der Lied unseres Lebens. Wenn zwei Leute sprechen miteinander und einer unterbricht, heißt das eine Unterbrechung. Wenn zwei Leute singen und einer singt mit, heißt es eine Harmonie. Die Symphonie unseres Lebens ist die Tora. Die Tora bringt uns Freude und deswegen sollte als Lied gesungen werden. Also als Lied unseres Lebens. Weil je mehr wir Judentum in unserem Leben haben, desto fröhlicher, lebendiger und schöner ist dieses Lied unseres Lebens. So komm am Montagabend in die Synagoge, Simchat Torah, und lass uns singen Lieder und tanzen mit der Torah, damit die Lied unseres Lebens glücklich und fröhlich ist. Shabbat Shalom.